Jo Kinder, grüß euch. Ich wollte euch nur mal sagen, Mamba die Fotze. Oder Stork die Fotze oder was auch immer. Ich hatte nach langer Zeit endlich mal wieder Bock auf so Mamba. Und dachte mir so, jo geil, Mamba, ne? Das ist ja vegan. Weil Mauam ist ja nur diese kranke Scheiße, wo da ordentlich Gelatine mit drin ist. Nee, plim plam plum, Alter. Ne? Da stand auch irgendwo auf diesen anderen Nebenpacken was von wegen neue Rezepturen, so eine Rotze. Und jetzt ist allen Ernstes in den veganen Mamba. Wo ist denn die Kamera? Ja, die zoomt da nicht ran, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall ist da jetzt Gelatine drin. Also so gesehen ist Mamba jetzt nicht mehr vegan. So, also ich habe da auch auf der Internetseite geguckt und da haben echt allen Ernstes, hat Mamba geschrieben, so von wegen, ja, hier unsere Kunden mögen das lieber, wenn da Tierqual oder Tierleid mit drin ist, als ohne Tierleid. Alter, wollt ihr mich verarschen? Was habt ihr denn da gefragt, Alter? Das, ihr wollt mir das jetzt gebraucht. Ey, Mamba ist genau dieselbe Scheiße wie Mauam jetzt. Weißt du, das war das Geile an Mamba, weil Mamba war von vornherein, ohne irgendwie, war das vegan. Da hat die scheiß Gelatine von vornherein gefehlt. Also Mamba war schon immer ein veganes Produkt. Und jetzt wollt ihr mir erzählen, ihr habt eure Kunden gefragt und die sagen, ja geil, Tierleid, doch, Alter, pack mal ordentlich Tierleid rein, schmeckt gleich viel besser. Das wollt ihr mir jetzt allen Ernstes erzählen, dass die Leute sagen, ja geil, hier mit Tierleid schmeckt die Scheiße viel, viel geiler. Weil von wegen Nachhaltigkeit und E-Autofahren und Klimawandel und Bli und bla und blub und alle vegan werden und komm, pack noch ein bisschen mehr Tierleid rein, dann schmeckt es doch gleich besser. Wollt ihr mich jetzt echt... Alter Leute, kommt ihr noch klar? Mamba, du Fotze, Stork, ihr Fotzen. Ihr hättet das so richtig fett ausschlachten können. Ihr hättet sagen können, hier, Stork wurde bla bla blieb gegründet. Alter, Mamba ist seit, was weiß ich wann, schon vegan, vor diesem ganzen scheiß Vegan-Hype. Ihr hättet das so richtig fett ausschlachten können, richtig krasse Geschmacksrichtung rausbringen können, blieb bla blub. Ihr hättet richtig fett die Kohle rausziehen können, ne? Und was macht ihr, Alter? Ihr kneift den Arsch zusammen, Alter, und ihr springt jetzt wieder aufs Tierleid auf, Alter. Ja, du kriegst es ja schon von der Regierung, von sonst wo kriegst du es reingedrückt. Werdet vegan, Alter, ernährt euch vegan, fresst unsere scheiß fertigen Drecksprodukte, die euch krank machen. Ja, klar ist Mamba nicht gesund, aber Alter, Leute, ey, aus allen Scheißrohren quillt ihr entgegen, werdet vegan, Tierleid vermeiden. Und was macht ihr, Alter? Ihr fördert wieder Tierleid. Ihr knallt diese scheiß Gelatine damit rein. Was ist mit euch nicht richtig, Leute, Alter? Ihr seid jetzt der letzte Dreck. Ihr seid genau so ein Abschaum wie Mauam. Ihr seid kein Stücken besser. Das hat euch immer noch... Mamba war geil, weil es halt vegan war. Ohne, dass ihr da fett gesagt habt, jo, wir sind vegan, blibla blub. Nee, das war's von vornherein, Alter. Und jetzt haut ihr da auch die scheiß Gelatine rein. Jetzt seid ihr einfach nur so ein billiger Abklatsch von Mauam. Ihr seid nichts Eigenes mehr. Ihr seid nur noch so ein billiger Abklatsch. Wahrscheinlich seid ihr schon aufgekauft von Haribo. Ja, ihr seid die Hure. Ich versteh's nicht, Alter. Geht einfach sterben, Alter. Stampft eure scheiß Produkte ein. Verpisst euch, Alter. Lasst euch echt irgendwie genauso wie die Tiere, die ihr da jetzt reinknallt, so abschlachten, so verwursten. Alter, lasst euch in so einen scheiß abgefuckten, unveganen Mamba-Kaubonbon reinpressen, ihr Wichser. Echt? Nee, habe ich echt keine Worte mehr für. Ihr verpisst euch, Alter.